Warte, er braucht doch das Level. Mal schauen, ob ich ihm von da den Whisky zuschießen kann. Jo. Hoffentlich füllt das recht gut auf. Naja. Das war ja nix. Ah. Gut, bleibst du eben tot. Ja, jetzt sind wir so weit nach hinten gedrückt. Jetzt muss ich den Speer auch wieder wechseln. Eieiei. Chaotischer Kampf und das gegen ein einzelnes Vieh. Mann, oh Mann. Was kriegst du dann? Ein Wasserrapier, bitte. Kann man sich nicht verteidigen irgendwie? Muss man nachschauen. Egal, jetzt erstmal drauf hier. Endlich. Meine Güte, so geht's ja nicht. Als erstes mal heile ich die MP halt doch nochmal mit gewöhnlichen Mitteln. Moment. Seit wann haben wir so viel MP? Ah, durch den Ring. Genau. Das ist ja genial. Boah. Was für ein Unterschied. Dann lassen wir es erstmal so. Und rüsten neu aus. Also nur... Er bekommt ohnehin jetzt eine andere Waffe, damit er Schaden machen kann. Moment. Nochmal raus hier. Dann bekommst du den Speer. Und auf Dunkel müssen wir hier verzichten. Aber geben wir ihm eben den Wasserrapier. Und Kudelga übt sich mal mit diesem Mystik-Säbel, mit der Hoffnung, dass es wirklich so viel abzieht. Okay. Heilung, Heilung. James, bitte. Wow, gleich voll geheilt. Und Edward auch gleich nochmal. So. So, wieder drei Gegner gemacht und alle sind eine Stufe aufgestiegen. James sogar zwei. Er muss ja einiges nachholen. Und das mit der Waffe hat sich wirklich erwiesen, dass der Säbel einfach mehr MP abzieht. Und daher gehört er nun ganz und allein Kudelga. So. Mal schauen, ob sich meine Vision bestätigt. Ein Haufen Leichen. Mhm. Sie ist mit einem vierstelligen Zahlenschloss verschlossen. Da haben wir noch nichts bekommen, oder? Also ich wüsste nicht. Lassen wir es mal. Nein, nein. Ich will es erst gar nicht probieren. Ja. Nein, wir haben noch nichts. Dokumente gab es sowieso nicht. Okay, den Arm kennen wir. Das andere Ding da hinten glaube ich nicht. Ah. Ein weiterer Vorteil, wenn man Waffen levelt. Okay, hat er mich vergiftet? Nö, gut.
Ah, wir kommen dran. Auch ein solider Schaden. Ich glaube ja nicht, dass sie... Oh, sie führt ihn sofort aus. Wahnsinn. Schaut euch den Schaden an. Ist das nicht geil? Weil ist er immer noch auf Stufe 2. Gut, vielleicht sind die Viecher auch anfällig dagegen. Römische Nüsse. Immer her damit. Was auch immer sie bringen mögen. So, nach 3 weiteren Gegnern haben wir wieder ein Level jeweils bekommen. Und ein paar neue Items, die ich mir jetzt mal anschaue. Also wir haben Allheilmittel bekommen, das kann ja nie schaden. Und dieses Brett, Vitalbrett, das klingt nach Heilung. Eigentlich interessant, aber im Moment nicht so nötig. Ich glaube, ich gebe James dann doch lieber das Feuerschwert. Denn sein Schaden, den er macht, ist noch ein bisschen dürftig. Jetzt habe ich gar nicht bei diesen Knochen geschaut. Naja. Du lieber Himmel. Dieses Gebäude ist voller Leichen und Skelette. Es ist nur Geister und verzweifelte Seelen. Ach, ich spüre sie. Au, mein Kopf. Ich habe kein gutes Gefühl. Wie schrecklich. Allmächtiger Gott, bitte hilf diesen armen Seelen. Vor langer Zeit. Es muss hier Grauenvolles passiert sein. Ach, ich spüre eine starke Kraft. Ich werde versuchen, Geister durch mich sprechen zu lassen. Vielleicht finde ich heraus, was hier geschehen ist. Ist das Sprechen so ein Unfug? Wir sollten lieber für ihre Seelen beten. Die Geister in diesem Raum. Ich werde ihr Medium sein, damit sie sprechen können. Ach, komm hierher, weil ich den Hilfeschrei einer Frau gehört habe. Sie war... Lasse ich nicht zu, eine ungläubige Gottesdarin, die die Seelen der Toten stört. Seien Sie still! Sparen Sie sich Ihre Predigten! Ketten! Totale Finsternis! Tod! Nein! Es waren so schrecklich viele... Dies ist die Hölle. Was sagst du da? Sie wurden eingekerkert und gefoltert und Tausende von ihnen. Töten Sie! Sie haben mir die Finger abgehackt, meine Beine zerschmettert. Meinen Schädel zertrümmert und mich ausgeweidet. Sie haben mir alles genommen, mich in ein dunkles Loch gesperrt und meinen Körper zerstückelt. Meine Augen! Meine Augen! Haben mich geblendet! Hilfe! Hilfe! Es ist grauenvoll. Diese Anlage war ein Gefängnis, das hunderte Jahre lang geheim gehalten wurde. Wer sich mit den Herrschenden anlegte oder irgendwie auffällig wurde, wurde hier eingesperrt und ermordet. Nein! Fass mich nicht an! Fahr zur Hölle! Puh, also wer eine bildliche Vorstellungskraft hat, dem wird's doch mal geschaudert haben an dieser Stelle. Also nichts Schönes, was hier einer Frau widerfahren ist. Welche Frau das ist, das werden wir bestimmt noch herausfinden. Ein
Ein Schrank. Ja. Okay. Ah. Na super. Okay, Braut. Du verweilst schon viel zu lange in diesem Schrank. Aber immer noch einen stilsicheren Gang. So, zeig mal, was dein neues Schwert kann. Feuer, Mumie, Naja. Na, schon besser. Unglaublich, wie MP jetzt gedellt hat. Oh, was sind das? Von Bedeutung. Ja, die hält einiges aus. Dabei zählt sie nicht mal als Endgegner. Das war's. Mal schauen, ob sie was für uns hinterlässt. Hoffentlich kein Brautkleid. Aber ein Silberring. Und einen Zauberspruch gelernt. Megalith. Gleich mal gucken. Da werden die Werte nochmal deutlich höher. Mal gespannt. Ach du liebe Zeit, jetzt hat sie um die 180 MP. Nicht schlecht. Ich glaube, da müssen wir uns so langsam keine Sorgen mehr machen. Ja, machen wir mal auf. Aha, eine Strickleiter. Dann kommt die Szene mit dem Runterfallen wahrscheinlich doch später. Oder ich vertue mich komplett in einem anderen Spiel. Kommode ist zum Öffnen da. Aha. Okay, ich denke, das war's hier. Dann schauen wir uns noch kurz dieses Knochenzeug hier an. Ja, war zu erwarten, dass hier nichts ist. Okay. Wenn ihr diese Folge seht, dann ist wahrscheinlich Sonntag und ich mache nun einen Break. Und nehme dann wieder Montagmorgen auf, damit ihr gleich am nächsten Tag wieder was zu schauen habt. Bis dahin, bleibt dran, es wird bestimmt spannend. Wir hören uns.